Edna bricht aus mit mir, King Falke. Oh, das letzte Mal sind wir ja runtergekommen in die Eingangshalle. Das Bild haben wir angeguckt, oben hier noch. Und hier Sitzgruppe. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Ah ja, okay. Ich will nur reden. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Genau. Aber Sitzgruppe, ich kapier das. In Lila hätte ich sie mitgenommen, aber so? Nee. Lila Virenschrift. Wenn sie redet. Aber diese Sitzgruppe, das kapier ich nicht, weil da zwei stehen. Das ist weder der Ort noch die Zeit, um eine Pause einzulegen. Oh, schade. Ja, Pause schon wieder, wir haben gerade erst wieder angefangen, die Folge. Was hältst du davon, Harvey? Ui, eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standardgreifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Die hat nur eine Hand hier oben, Junge. Edna. Können wir da drüben auch drauf schreiben? Nö, oh. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was... Okay. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Warum? Der sitzt bereits lebenslänglich. Sitzgruppe. Ist das Gruppe auch der Tisch mit dabei? Okay, aber die Tür kann man ja nicht. Geht so zu Gang. Willkommen. Pinnwand. Erstmal hier drüben nachschucken. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Nachgucken und wünsch dir was ich will. Verbale Notizen bleiben daran nicht haften. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nö. Ja, nicht. Ich will nichts veröffentlichen. Nicht? Guck mal, Harvey, eine Pinnwand. Yippie! Meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Liebend gern. Aber die Pinnnadeln sind alle. Scheiße. Haben wir hier? Hat die da jetzt den Smiley drauf gemalt? In diesem Bild hängt Captain Unbrauchbar ein Foto vom Honkmobil ans schwarze Brett im Supermarkt. Honkmobil. Liebend gern, aber die Pinnnadeln. Oh, Cafeteria. Aushang. Was steht denn auf den Aushang? Hier steht, dass aufgrund massiver Löffelknappheit Rückgabezwang besteht. Keine Löffel. Der Aushang spricht für sich. Wo sind die Löffel? Nein, die Info ist höllenwichtig. Die Goebbels. Das klappt so nicht. Hä? Wie, das klappt so nicht? Na, das steht auf diesem Aushang. Hier unten, das klappt so nicht. Seltsames Statement. Ohne jeden Informationsgehalt. Kann ja nicht jeder so viel Sagenswertes zu sagen haben wie wir. Was irgendeine Klappe ist. Harvey, was hast du dazu? Schau mal, Harvey. Auf dem Aushang steht, dass sie in der Kantine keine Löffel mehr haben. Was schaust du mich so an? Ich habe nur zwei und das sind meine. Ja.
Aushang. Der Aushang ist schon platt genug. Ja. Schreib mir doch was dazu. Tolle Karte. Ja. In diesem Bild hängt nützlich Boy Suchplakate für Unbrauchbarkeit in der Straße vom Tiefparterre Cave auf. Unbrauchbarkeit. Inspektor Konrad begibt sich auf die gefährliche Suche nach den verschwundenen Löffeln. Okay. Wer entführt unbescholtene Löffel? Und wozu? Dieser Fall wurde immer mysteriöser. Mysteriös. Senf. Senf. E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Benz. Luft, das explodiert. Muss ich wirklich zu allem meinen Senf dazugeben? Ja. Was meine ich benutzen? Aua! Scharf. Okay. Ketchup. E001. Cadmium. Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Ja, was denn sonst? Was sagt sie da? Hi Ketchup. Hi Edna. Alles Tomate? Aber Logan, Digga. Aber da redet sie. Aber nicht das andere. Ich blute. Gehe ohne mich weiter, Harf. Oh oh. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Zack. Kann man die auch benutzen? Senf. Hihihihihi. Aber das können wir ja nicht mehr machen. Okay, dann lassen wir mal Poki mal wieder das Wort. Bitte. Tja, hier die Objekte Ketchup und Senf aufnehmbar zu machen, ist eine Designentscheidung, die ich mir tatsächlich heute, wo ich an nicht-studentischen Projekten arbeite, nicht mehr erlauben darf. Also schon allein, dass man halt zwei Items mit sich rumschleppt, die theoretisch überall dasselbe machen eigentlich, aber dann doch hier und da in Aktion halt nur um ein Wort voneinander abweichen, das ist eigentlich totaler Irrsinn. Es ist eigentlich totaler Irrsinn. 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 Aber wieso zwei Wörter? Nee, zwei Buchstaben hat er gesagt. Was für Buchstaben? Senf und Ketchup sind doch zwei verschiedene. Je nach mal einen rein. Boah, mein Husten. Was kann man denn hier um? Schau an. Handtücher. Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Fantücher. Genau. Hallo, ihr Lappen. Ich wollte auch immer nach Lappland. Aber dann bekam ich die Masern und wurde von einem wahnsinnigen Psychologen gekidnappt. Schließlich wurde mein Gedächtnis gelöscht. Darum bin ich wieder zugekommen, nach Lappland zu reisen. Was? Vielleicht nächsten Sommer. Vielleicht nächsten Sommer. Nein, meine Hände sind gerade richtig schmutzig. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Ach so. Kann man hier? Ja, Spüle ist bestimmt das gleiche, wie man oben schon mal hatte. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's! Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden! Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Schrapnellenlawinen. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Genau, keine Schrapnellenlawinen. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Messer. Und Messer, eine Messer. Gabel.
Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ein Topf. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Ja, nee, ist klar. Hallo Topf, was macht die Suppe? Ach, du kennst das ja. Küche zu vor sich hin, nicht? Ja. Mummel. Ich könnte mich in die Freiheit kochen. Mit ordentlich Knoblauch. Der hauen sie alle ab, you know. Der kommt mit. Ja, ich will einen Topf. Da ist noch ein Topf. Komm, die... Ah, heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Was? Wie riecht denn Wünsch dir was? Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Immer eine Suppe. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nö. Hier, Speisekarte. Kann man die angucken? Nö. Ich will mit dir reden. Nö. Okay, geht zu Speisekarte. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und okay. Ja, dann hören wir mal an, was hier in diesem Screen der Poki redet. Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das gemacht. Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen, wie ein Popeye mit Kochmütze. So verstehe ich mich auch als Game Designer. Gib. Ja. Also, wo ist denn hier der Koch? Ist der hier hinten? Gehen wir mal hier durch. Oh, ne, jetzt sind wir hier. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Geil. Willkommen. Auch dir ein herzliches Willkommen, Matti. Hast du die Fußmatte gerade Mattis genannt? Nein, ich nannte sie Matti. Mattis? Wie dein Vater Mattis? Matti. Matti die Fußmatte. Es war nur... Hast du vielleicht den verdrängten Wunsch, dir die Füße an deinem Vater abzuputzen? Hey! Lass das, okay? Nein! Den Schmutz unter meinen Sohlen habe ich mir hart erarbeitet. Okay, komm mal her. Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Guck mal, Harvey, da steht Willkommen. Dann muss dahinter die Freiheit sein. Denn in der Freiheit sind alle Menschen willkommen. Muss man sich die Schuhe abputzen, bevor man in die Freiheit geht? Ja. Nein, keine Angst. Die Freiheit hat diesen weißen Teppich, den jeder schmutzig machen darf. Weißen Teppich. Aber ich will auf roten Teppiche gehen. Ich bin nicht zum Teppichklopfen hier. Kann man da noch was Neues dazu rein? Willkommen ist willkommen. Nee. Edna ist willkommen. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar aus Versehen in das Katzenklo von Unbrauchbar Cat. Yes. Inspektor Konrad ermittelt. Der geheimnisvolle Fußmattenbeschrifter hat keine Fußabdrücke hinterlassen. Wo hatte er nur die sauberen Schuhe her? Oder das? Nee, Barfuß sieht ja auch nicht. Das hier ist der richtige Platz, um eine Trickfalle zu bauen. Deine Trickfallen gehen immer nach hinten los, Harvey. Oder muss ich dich an dein Malheur mit dem Säure- und Piranha-Becken erinnern? Was? Ich dachte, doppelt hält besser.
Das hier ist der richtige Platz, um eine Trickfalle zu... Deine Trickfallen? Oder muss ich dich an deinem... Ich dachte, doppelt hält besser. Wir sollten den Topf mit der Fußmatte kreuzen. Und dann hätten wir... Einen gentechnischen Supertopf? Eine fliegende Kochmatte? Einen Schritt in die falsche Richtung getan. Wow. Einen ganzen Schritt. Einen ganzen Schritt, oh nein. Oh, Gelo. Was haben wir jetzt? So eine Topflappen? Naja. Die Zeit ist schon wieder am Ende, dann lassen wir zum Schluss hier Poki reden in diesen schönen Screen. Und sage tschüss, bis morgen. Ich möchte das Augenmerk auf die Fußmatte richten, die tatsächlich auf dem Weg nach draußen liegt und auf der die Worte Willkommen stehen, so dass man sie lesen kann, wenn man nach draußen geht. Das so viel heißt wie hau bloß ab. Das ist halt irgendwie so ein Gag ist, über den ich mal sehr gelacht habe. Also ich weiß gar nicht, das muss irgendwie, als ich 14 war oder so. Ich habe mich an diese Geschichte erinnert, die mir mein damals bester Freund, wir haben die zusammen ersponnen oder so, um halt irgendwie bei Leuten, bei denen man so überhaupt nicht willkommen ist, halt uns vorzustellen, wie die ihre Fußmatten auslegen würden und sie würden es genau so tun. Da haben wir damals sehr viel drüber gelacht, das weiß ich noch. Und deswegen habe ich auch diese Fußmatte hier reingezeichnet. Niemand verstanden. Ich wünschte, ich wäre wieder 14.